So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Zollen. So, ich bin mal gespannt, wann kriegen wir die Folge oder beziehungsweise diese Episode denn endlich rum? Denn ich habe das Gefühl, Episode 5 geht echt vor lange, während ihr die Community gesagt habt, ey, das war voll kurz. Vielleicht kommt es mir auch so vor, vielleicht liegt es auch daran, weil ich nicht eben regelmäßig jeden Tag was aufnehme oder was weiß ich was. Also komm, lass uns loslegen, wir haben keine Zeit. Los geht's, Organparty, los, schnell diesen Shit! Okay. Cedric. So, es ist an der Zeit. Wir laufen jetzt los. Wie lange braucht ihr bis zum Friedhof? Es wird ernst, Leute. Ist es schon 20.28 Uhr da? Danke, dass ihr das für uns tut. Ich hab was anderes gelesen. So. Wann war Treffen? War nicht Treffen? 21.30 Uhr? Brauchen die eine Stunde? Der Friedhof ist gut 30 Minuten Fußweg entfernt. Ich frage mich hier immer noch, wieso er Sarina das Grab als Übergangsort gewählt hatte. Ja, weil es ja was Festliches, so ein Heiligtum für ihn, so ein Monument quasi. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, gibt es viele Gründe, die dafür sprechen. Und nun ist es unser Vater, wissen wir das? Mhm. Zum einen ist es ein sehr ruhiger und abgelegener Ort, den der Entführer rasch betreten und wieder verlassen kann. Das Friedhofsgelände ist überschaubar. Er wird euch von allen Seiten beobachten können. Des Weiteren gehe ich davon aus, dass der Mörder eine emotionale Bindung zu diesem Ort hat. Genau das ist das, was ich meinte. Dieses Monument eben halt, ne, wo er hingehen kann und eben halt seinen Erfolg über das Opfer von Sarina feiern kann. Mhm. Wenn man es so nehmen möchte. Manche sind ja so krank. Es ist also durchaus möglich, dass der Friedhof nicht nur aus taktischen, sondern aus persönlichen Gründen gewählt wurde. Ich darf gar nicht daran denken. Cedric, Tessa, seid bitte vorsichtig und geht behutsam vor. Wir wissen alle, wozu dieser Kerl fähig ist. Behutsam? Das ist der falsche Zeitpunkt, um behutsam zu sein. Ja, Cedric, unser aller Leben hängt von dem ab, was gleich auf Tessa und mich zukommt. Sobald ich den Mistkerl zu Gesicht bekomme, was dann? Leute, ich werde ihm diesen scheiß Maske von seiner dreckigen Visage... Er hat mir gerade auf die Lippe gebissen. Ah, auf die Lippe gebissen beim Vorlesen. Ah, mit Blut? Ah. Okay, nochmal. Ich werde ihm diese scheiß Maske von seiner dreckigen Visage reißen. Bist du jetzt völlig durchgedreht? Ich befürchte, das ist die falsche Strategie. Richtig so, Cedric. Mach kurz einen Prozess mit diesem Wichser. Hey, Henry Strasser, wie wäre eure Vorgehensweise? Genau, das wäre, weil das sollen ja eigentlich Profis darstellen. Und diese Profis wissen eigentlich, wie man das alles handhaben kann. Sie wissen ja selber, dass wir einfach gar keine Zeit haben jetzt irgendwie, weil heute sollen wir ja sterben. Tag 7 ist bald zu Ende. Cedric, ihr Heldenmut in Ehren. Aber eine Haut-drauf-Methode ist viel zu riskant und absolut zielführend. Nicht zielführend, Gesundheit. Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass Serenas Mörder im Besitz einer Schusswaffe ist, dessen Abzug sehr locker zu sitzen scheint. Ich meine, Jonathan hat er ja schon erschossen. Mhm. Ich muss Helmut zustimmen. Unser angestrebtes Ziel ist, den Mörder zu entlarven, ohne euch in direkte Gefahr auszusetzen. Cedric, du solltest hier wirklich den Profis vertrauen. Hört sich irgendwie plausibel an. Und wie sollen die beiden das anstellen? Nix Dingsbums. Ich denke mal, Strasser und Fons haben ja wohl schon irgendwie Leute da irgendwie positioniert. Ne, dass die gleich dann eingreifen können, weil ich gehe mir nicht davon aus, dass Cedric und Tessa irgendwie so etwas machen kann. So, den Profis. Dann bin ich mal gespannt. Sobald ihr Serenas Mörder gegenüberstellt, geht es aufmerksam zu sein. Wie sieht der Mörder aus? Achtet auf die Größe, Statur. Sämtliche äußerliche Merkmale sind wichtig.
Achten Sie ebenso auf seine Stimme, auch wenn sie technisch verzerrt ist, können gewisse Merkmale den Mörder verraten. Was, wenn er sich auf kein Gespräch einlässt? Versucht ihn mit einer Köderfrage aus der Reserve zu locken. Ja. Köderfrage? Ja. Genau, zum Beispiel, wie konnten Sie nur so leichtsinnig sein? Er wird nachhaken, aus Angst aufgeflogen zu sein. Doch wie anfänglich erwähnt. Oberste Prinzip, keine voreiligen oder unüberlegten Handlungen, Z-Dreck. Haben wir uns da verstanden, Junge? Er hat es verstanden. Nur kann er nicht schreiben. Also doch, jetzt tut er doch schreiben. Ja, ich hab's ja. Ich will Tessa mit Sicherheit keine unnötigen Gefahr aussetzen. Aber dieser Wichser hat schon den Prof auf den Gewissen. Also schnappen wir uns diesen Hurensohn. Oh, ein Anruf. Hanna, was will die denn jetzt noch? Ich sitze gerade im Streifenwagen von diesem Kommissar Strasser. Er will mich von der Aussage mit aufs Präsidium nehmen. Du hast mein Leben gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ohne dich hätte Tina niemals aufgegeben. Ich melde mich, sobald ich wieder zu Hause bin. Tja, dafür sind Geschwister ja da, oder was? Hm? So. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Ente gut, alles gut. Also zumindest mit dieser Tina-Geschichte und Hanna-Sache da. Oh. Hör mal, Tomin, Jung, ich muss mir die sabbeln. Ich wollte bei dir vorbeikommen, aber diese Lügen fressen mich innerlich auf. Egal, was es ist, du kannst es sagen, Paps. Du machst mir gerade echt Angst, Papa. Paps, sag endlich, was los ist. Komm, Junge. Oh, verschlechtert. Ja, ist ja Vater, ne? Vater kann das ab. Mein Vater kriegt auch immer einen Deckel. Ich hab dir doch vertellt. Ich hab dir nicht die ganze Wahrheit vertellt. So über Serena und so. Pass auf, mein Junge. Ich hab da echt Mist gebaut. Es ist nicht bei den Abendessen geblieben. Aha. Serena hat mich... Ja, die mocht mich, ne? Das löten deren. Ne? Mich als ihren Lebensretter hat sie mich angesehen. Mir hat das irgendwie imponiert. Du musst mir glauben. Ich wurde das nie. Aber wir hätten einen schönen Abend verbraucht. Mit einem guten Essen und einem Wein. Ich will das nie, wie ich das vertellen soll. Serena und ich, wir habt da was mogt. Ich bin den Vater und nicht der Postbüdel. Was, wie konntest du das Mama antun? Oh mein Gott, ich hab's irgendwie voll geahnt, Dude. Verdammt, Papa, Serena war so viel jünger als du. Eine Affäre? Wie lange ging das schon zwischen euch beiden? Ach, ja, Vaterende. Euren Schierbüdel. Ich war damals so ein Idiot. So ein Durchspattel. Und irgendwie hat mir das auch gefallen. Dass so ein hübsches, junges Ding, was von mir wollte, von meinem alten Mann. Wenn die Nase juckt. Aber es war ein großer Fehler. Das will ich nun. Ich liebe deine Mutter, Hanna und dich.
Ihr seid mein In und Alles. Oh, Alter, mich juckt die Nase. Ja. Ich hätte auch seit Jahren nicht mehr an Serena gedacht. Als sie sich damals das Leben nahm, war ich natürlich ein großer Schock für mich. Als ich das Leben nahm, dass so schlimm es sich anhören mag. Irgendwie war ich auch erleichtert, dass dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat. Aber als du vorher mit dem Zeitungsbericht ankommst, da ist das alles wieder da gewesen. Ich hab das nicht mehr ertragen, euch weiter zu belügen. Deshalb habe ich Mama auch Gott davon alles vertellt. Und Mama hat nie etwas davon mitbekommen. Wusstest du von ihrer Schwangerschaft, Paps? Oh, ja, das ist schlecht. Deshalb war sie kurz vor dem Tod so aufgeregt. Ich kann das gerade nicht fassen. Serena hätte von mir ein Kind erwartet. So ein löden Schieden. Mit mir wird irgendwie ganz anders. Wärst du bei uns geblieben, wenn du davon gewusst hättest? Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Wärst du davon Mama erzählen? Nee, Modern ist eh schon fix und fertig. Die Schwangerschaft würde ihr endgültig das Herz brechen. Ja. Aber bitte glaub mir, ich hab mit Serenas Tod nichts zu tun. So was muck ich nicht. Bis vorhin bin ich davon ausgegangen, dass Serena Selbstmord begangen hat. Und jetzt erfahre ich noch von der Schwangerschaft. Wow, das war mir ein bisschen zu viel, mein Junge. Oh, das Telefon. Hallo. So Leute, wir sind jetzt gleich am Grab angekommen. Hier ist weit und breit keine Menschenseele. Ich hoffe, dass wir diesen Mistkerl zu Gesicht kriegen. So, Papa. Ich muss jetzt mal frische Luft schnappen und das Ganze im Beten mal verarbeiten. Time late, mein Junge. Aber warum überrascht uns das jetzt nicht, ne? Bitte passt auf euch auf. Seid ihr vorsichtige. Danke euch, machen wir. Ja, wir passen schon auf. Bis gleich. Okay. Gibt's noch irgendwas zu hacken oder sowas? Der Mörder. Nee, Mama, Modern. Ach nein. Moin, mein Junge. Vater Nissen, das ist ein Dösbottel. Ich kann das noch nicht ganz glauben. Wie konnte den Vater mir noch das antun? Das olle Schwein. Er hat unsere Familie aufs Spiel gesetzt. Papa, Bräute sind viele endständig. Mama, ja. Modern. Mama, wir werden immer eine Familie bleiben. Wie kommst du zurecht, Mama? Mir geht gerade so viel durch den Kopf. Die von der schönen Abend gestern und sein rührender Antrag heute Morgen.
Und jetzt bricht er mir so das Herz. Trotz allem ist mir aber wichtig, dass du eins weißt. Ich hab die lieb. Den Vater hat mir vertellt, dass die junge Frau kurz nach der Trennung ermordet wurde. Tomji, so sehr er mich auch verletzt hat. Dein Vater ist kein Mörder. Das weiß ich doch, Mama. Wie kannst du dir da so sicher sein? Nichts sagen. Ich kenne den Vater jetzt seit über 40 Jahren. Ich kann keine Fliege was zuleide tun. Selbst Spinnen, von denen ich solche Angst habe, bringt er immer behutsam in den Garten. Ja, er hat seinen Fehler gemacht. Aber ich kann den sanftmütigsten Mann, den ich kenne. Er wird niemals jemand absichtlich wehtun. Und bitte muck dir jetzt keinen Kopf. Ich weiß, dass sich das Ganze jetzt auch beschäftigt. Natürlich ist das erstmal ein Riesenschock für uns. Ja, Mutter, hör auf zu flennen jetzt. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Ich brauche jetzt erstmal etwas Zeug zum Nachdenken und einen Drink. Ja, der Zettrickmann, der Zettrickmann. Bitte telefoniert. Wir sind gleich am Grab, aber irgendwas stimmt hier gerade nicht. Hört ihr das? Ihr seht doch was. Da, also er legt einfach so auf so Bilder drin. Ja, das war schon interessant zum Beten, ja. Das wird aber gleich geschrieben, so, scheiße, was war das denn jetzt? Ich hätte jetzt so, oh, fuck, Mann, habt ihr es gesehen? Total gruselig und so. Das hätte ich denn gesagt. Cedric, ist alles in Ordnung bei euch? Habt ihr das ja auch gesehen? Wartet jetzt hier diese Senora Sarina? Cedric, Tessa, bitte meldet euch. Alles in Ordnung, Leute. Macht mal keine Panik, da war doch nichts. Ist normal, wenn man nachts auf dem Friedhof läuft. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unheimlich das hier ist. Ich glaube, meine Schwester war hier. Ich konnte sie spüren. Und da war dieses Flüstern in den Büschen. Nicht nur das Flüstern, habt den Rest nicht mitgekriegt. Das war eindeutig Serenas Stimme. Wir müssen uns jetzt beeilen. Melden uns nach der Übergabe. Wir zählen auf euch. Tessa, pass auf Cedric auf. Man könnte es ja auch anders sagen. Cedric, pass auf Tessa auf. Aber in diesem Fall vermuten wir einfach, dass Cedric der Dümmere von beiden ist. Danke, Tomji. Ja, man tut, was man kann, ne? Mein Team und ich sind auf Abruf. Okay. Also hat er eine Falle gestellt. Sollte etwas passieren, können wir schnell eingreifen. Ach, jetzt kommt die Elke wieder. Mei, ich hab wirklich gar gut Gfufu. Gfufu. Hoffentlich passiert den beiden nichts. Es wird alles gut gehen, Elke. Hey, Michael, geht dir mir diese Bobo-Ex auf die Sekundreise. Das ist unsere letzte Chance. Ich will mir nicht ausmalen, was da passiert, wenn der Führer nicht auftaucht. Henry, brauchst du noch sehr lange? Ich bin so nervös, dass ich mein Weinglas nicht mit einer Hand halten kann. Aha,
Das Saufen, ne? Das geht dir nie irgendwie aus. So, Serena kommt nachher, will sie abholen und sieht gleich erstmal, warte mal, jetzt mal einen Schluck Wein nochmal. Okay, jetzt bin ich bereit. Warte, noch einen Schluck. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir mit der Kamera überhaupt noch durcheinander kommen. Wir sind jetzt direkt am Grab. Oh Gott, Cedric, da liegt einer. Mann, jetzt so spannend wird, hör mal. So. Bin gleich bei dir zu Hause nochmal. Hole kurz deine Sachen und bin dann sofort wieder da. Okay, super. 2 Stunden später. Irgendwas passiert hier gerade nicht. Ah, hier. Okay. Ines, oh mein Gott. Könntest du mal interessant sein? Sorry, Tomji, bin jetzt wieder at home. Was meinst du vorher mit Leitner? Ich will gar nichts mit dem besprechen. Oh. Okay. WTF? Ich hab das nicht geschrieben. Dann hat Leitner mich angelogen. Verdammt, dann hat ihm jemand deinen Namen geschrieben. Bist du sicher? Ja. Ich glaube. Glaubt ihr wirklich, dass es Leitner sein gekonnt könnte? Muss so sein. Das ist nicht mal mein aktuelles Profilbild. Was hat das zu bedeuten, Tomji? Ja, was will ich? Warum sollte sich jemand in meinen Namen mit ihm treffen wollen? Weil er ihn umlegen möchte. Oder das Erfinden? Das werde ich herausfinden. Das wüsste ich auch gerne. Irgendwas ist hier gewaltig faul. Aber dann müsste es ja bedeuten, dass Leitner irgendwas weiß. Melde dich bitte sofort, wenn du weißt, was los ist. Dann müsste er ja auch irgendwas wissen. Der Leitner. Der müsste ja was wissen. Warum sonst sollte ihn jemand anschreiben? Auf ihren Namen oder von ihren Namen mit ihnen und so weiter und so fort. Leute, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen möchte. Doch, nun komm. Macht es schon, Cedric. Für solche Spielerinnen wie ja nichts haben eine Zeit. Aha! Der Leitner ist tot. Also ist der schon mal nicht der Mörder. Das mit den Augen ist cool, ne? Ja. Ja. Oh Gott, ich sehe doch diese Leitner. Was habe das zu bedeuten? Wieso sollte Serenas Mörder auch den Leitner töten? Fuck, hat der Leitner doch etwas mit dem Fall zu tun? Meint ihr, Serena hat ihn umgebracht? Bei dem Theater gerade, den sie gemacht hatte? Weiß ich nicht. Vielleicht war er eine Komplize unserer Mörder und wollte diese Spur beseitigen. Moment. Da leuchtet etwas im Dreck. Cedric. Das muss ein Handy sein. Und da liegt ein Blatt Papier darunter. Könnte ein Brief sein. Ich weiß nicht, warum jetzt die Mikrowelle angemacht werden muss. Eigentlich müsste ich Ihnen sagen, dass Sie nichts anfassen sollen, da dieser potenzielle Schauplatz eines Mordes ist. Kommt, Strasser. Die Spurensicherung würde mir an die Kehle springen, wenn sie mitbekommt, was ich jetzt schreibe. Sehen Sie nach, was es ist, und schicken Sie uns ein Foto davon.
Die Zeit ist knapp und deswegen bleibt keine Zeit für den offiziellen Dienstweg. Es ist tatsächlich ein Brief. Ich glaube, der ist für uns. Ach, herrje. Ich kann ihn nicht groß machen, doch jetzt. Dieser Abschiedsbrief ist an meine Verfolger der Organparty gerichtet, sowie an meine Familie, meine zwei Kinder und meine Ex-Frau. Ich werde seit Tagen von der Schuld zerfressen und es ist Zeit, meine dunklen Vergangenheit gegenüberzutreten. Die finale Konsequenz zu tragen, den Tod. Vor ungefähr 15 Jahren traf ich Serena als junge Krankenschwester an. Sie war aufmerksam, gutherzig und bildhübsch. Ich war zu dieser Zeit noch mit meiner Ex-Frau verheiratet, also musste ich diese Gedanken weiter wegsperren. Serena tat jedoch alles dafür, dass mir dies sehr schwer fallen sollte. Ich konnte mich irgendwann nicht mehr wehren. Es kam zu einer Affäre, die zu unglaublichen Leid führen sollte. Denn Serena teilt mir ein paar Wochen später mit, dass sie schwanger sei. Meine komplette Existenz hätte dort durch diesen Fauxpas ausgelöscht werden können. Ich bestellte Serena zu der Wunschbrücke, um ihr Schweigen zu erkaufen. Sie wollte das Geld nicht annehmen und wurde hysterisch und drohte meiner Frau, alles zu erzählen. In einer kurzen Schlussreaktion stieß ich sie von der Brücke. Dies ist die größte Gräueltat, die ich jemals in meinem Leben begangen habe. Eine schwangere Frau aus Egoismus zu töten. Ich verabscheue mich dafür, dass ich so lange mit dem Leben konnte. 15 Jahre später sollte mich meine Vergangenheit einholen. Jonathan Müller hat den gesamten Hergang perfekt rekonstruiert. Er drängte mich in die Ecke und ich hatte nur eine Möglichkeit. Aufgrund von jahrelanger Paranoia hatte ich eine Waffe in der Garage versteckt. Jonathan musste nun auch sein Leben lassen, ebenso wie euer Prof. Ich habe bemerkt, dass ich in einer Spirale gefangen bin. Diese Geschichte darf nur noch einen weiteren Tod geben. Meinen. Ihr findet Chiara in der alten Papierfabrik. Lebt wohl, Sebastian. Na, wer hätte das gedacht? Also es war doch der Leitner. Ich hatte bei Ihnen die ganze Zeit so ein komisches Gefühl. Ich hätte das gedacht. Ich habe da absolut nicht mit gerechnet. Zumal Serena ihn ja nun auch freigekauft hat in dem Sinne, ne? Also was heißt freigekauft? Sie hat ja gesagt hier von wegen das, was diese Affäre und dann, ja, es ist vergeben, bla bla. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Mörder ist. War, wie auch immer. Das glaube ich nicht. Zumal ist es eben halt ein gedruckter Brief und kein geschriebener. Womit man seine Handschrift rekonstruieren könnte. Warte mal, da liegt noch etwas. Oh Gott, schaut mal. Was ist denn das? Eine Spritze. Aha, wir kennen das ja von Life is Strange. Erst totspritzen, also hier Betäubungs-, also bewegungsunfähig spritzen, dann abknallen oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, oder führen, wie auch immer. Der Leitner muss sich irgendein Gift oder so gespritzt haben. Ah, oder sich damit umbringen. Aber warum denn am Grab? Aber dann eben halt, um das, ja, ist alles ziemlich komplex. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so einfach ist im Endeffekt. Fassen Sie die Spritze bitte nicht an. Das wäre zu einfacher gerade. Die Spurensicherung ist bereits unterwegs. Und ich mache mich sofort auf den Weg zur Papierfabrik. Sie ist nicht weit von hier. Sie müssen mich dorthin mitnehmen. Nein, lass ihn doch hinfahren. Da jetzt zum Friedhof und dann wieder zu. Lass ihn doch direkt dahin fahren. Dahin fahren. Genau. Ich brauche Gewissheit über Kiras Schicksal. Das werdet ihr doch haben, wenn er doch dahin fährt. Mann. Mein Mikrofon wäre beinahe runtergefallen. Oh, ich habe zwei Straßen weiter Stellung bezogen. Bin also gleich bei Ihnen, Cedric. Oh. Meldet euch bitte per SAP. Die Sache ist die, das ist damit der Fluch gebrochen. Das wollte ich nämlich genau wissen. Müsste sich Serena sich jetzt nicht mal melden? Also hat Serena endlich ihre Lösung gefunden? Was bedeutet das jetzt für uns? Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Aber ich gehe da jetzt tatsächlich davon aus. Serena Mörder hat seine gerechte Strafe bekommen und sieht damit endlich ihre Rache.
Als Cedric uns vorhin vom Friedhof aus anrief, da habt ihr doch auch diese Erscheinungen gesehen. Damit muss uns Serena gezeigt haben, dass ihr Band zum Diesseits getrennt wurde. Okay. Hast du jetzt ernsthaft Essen gewartet? Ich mach doch noch eine Aufnahme. Egal, du bist ein Geknüll, wo stell der hin? Ich muss noch weitermachen hier. Ich kann es immer noch nicht fassen. Dann hat der Spuk also tatsächlich ein Ende? Tomji, um 0 Uhr stoßen wir auf ihn gemeinsam an. Immer das Saufen nochmal, ne? Immer das Saufen kriegen. Ich bin ja auch so unfassbar erleichtert. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, ne? Aber wir sollten mit dem Feiern ein bisschen warten, bis Cedric sich Strasser zurückmeldete. Hä? Ich mach lautlos. Warum? Ja, Leute, ich kann, glaube ich, gerade nicht weitermachen. Inka ist gerade der Meinung, sie muss hier ein bisschen Terror schieben. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.